In den Niederlanden berät die Regierung in der letzten Sitzung vor der Sommerpause über eventuelle Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Denn die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen. Dabei machen sich viele Sorgen um die Ferien und die Reisemöglichkeiten. Gesundheitsminister Hugo de Jonge erklärte, auch wenn es derzeit nicht mehr Krankenhauseinweisungen gibt, könnte der Anstieg Folgen haben darauf, wie willkommen wir in anderen europäischen Ländern sind. Ich will nicht vorgreifen, welche Maßnahmen notwendig sind. Das Corona-Management-Team wird die Zahlen analysieren. Nach 14-monatiger Schließung sind seit Ende Juni auch Nachtclubs, wie hier in Amsterdam, unter Auflagen wieder geöffnet. Mehrere wollen jetzt freiwillig wieder schließen, denn einige Lokale waren offenbar Cluster der Neuinfektionen.